Moin. Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, ich komme gerade von der Marconistraße oder bin noch auf der Marconistraße und laufe jetzt schon mal in Richtung Köln-Korweiler. Denn dieses Video, was ihr euch gerade anschaut, soll über die Kirmes Köln-Korweiler gehen. Da stehen ein paar schöne Fahrgeschäfte. Zum Beispiel der Autoscooter von Jenny Weber und Otto Weber. Dann Beach Monster und noch so ein paar weitere Dinge. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Wetter ist richtig gut. Ich wollte eigentlich den Bus nehmen, habe aber ganz falsch geguckt. Der erste kommt erst in einer halben, dreiviertel Stunde. Ja, da habe ich mir gedacht, läufst du mal ganz entspannt schon mal in Richtung Korweiler. Weil es gibt hier diesen kleinen Bogen hier an der Marconistraße, wo dann wirklich der Bus nur ab einer gewissen Zeit lang fährt. Ja, so sieht es nämlich aus. Links neben mir jetzt gleich das Amazon-Lager und Goodman. Ja, so sieht es nämlich aus. Rechts, oder eher gesagt hinter mir, Mingels. Busunternehmen seit 1967. Ja, aber ich denke mal, wenn ich gleich um die Kurve bin, da kommt dann der Bus auch gleich. Ist halt wirklich so. Wie gesagt, Amazon-Lager in an der, oder gesagt, an der Marconistraße. Ja, so ist es nun mal. Ja, viel Gelaber am Anfang, aber ich möchte euch auch abholen, wo ich bin, was ich mache und was so an der Marconistraße ansässig ist. Ja, so sieht es nämlich aus. Und ab jetzt viel Spaß mit den Impressionen von der Kirmes in Köln-Korweiler. Ist im Prinzip die Bestückung wie immer. Die Videos kennt ihr von mir, aber seht selbst, natürlich mit Musik unterlegt, Abfahrt. Und ja, dann schauen wir mal, ob ich das Stückchen jetzt durchlaufe. Bis Korweiler ist ja nicht weit oder halt nicht. Abfahrt. Ja, meine Freunde von Robin TV. Jetzt stehe ich hier auf einer Brücke. Hinter mir die Regattastrecke vom Füllinger See. Ja, ein paar Meterchen habe ich schon geschafft. Und ja, ich weiß, viele warten jetzt darauf, auf die Impression von der Kirmes. Aber ich bin halt auch Vlogger und möchte euch auch gerne zeigen, wo ich denn bin. Ja. Da könnt ihr auch noch mal ein bisschen was vom See sehen. Da kam gerade mal kein Auto, deswegen schnell der Schwenk. Ja, sehr schön. Eins habe ich nämlich auch gesehen. Vor mir liegt nämlich gleich das Aqualand. Und dort Beach Monster, die ja auch auf der Korweiler Kirmes stehen, haben dort ihre beiden Anhänger, wo sie ihre ganzen Sachen lagern, dort abgestellt. Aber ich muss sagen, Wetter ist wirklich wunderschön. Ach, ihr merkt es auch, ganz anderer Verkehr hier. Ach. Aber gleich mal ganz schnell wieder in den Schatten rein. Aber so weit ist es auch nicht mehr. Rechts, wie gesagt, gleich das Aqualand. Und dann sehen wir uns gleich an den beiden Trailern wieder vom Beach Monster. Bis gleich. Ist ja quasi auch ein Teil von der Kirmes, oder? Ja, hinter mir jetzt die Haltestelle Merianstraße. Das ist die Haltestelle, wenn ihr aus Richtung Korweiler kommt und dann zum Aqualand wollt. Ja, ich sage mal so, die Hochhäuser von Korweiler, die kann ich quasi schon sehen. Jetzt müssen wir gleich hier über die große Kreuzung. Wie gesagt,
dann stehen da beiden gleich die beiden Anhänger vom Beach Monster. So. Wir haben ja gelernt, bei grün gehen, bei rot stehen. Das heißt, warum habe ich eigentlich immer so ein Glück? Ja, wenn ich komme, ist grün. Sehr schön. So. Einmal hier rüber, über den Kreuzungsbereich. Zack. Ja. Da das Aqualand mit der Rutschen, mit der kleinen Turbine, so wie man sie nennt. Ach schön. So habt ihr noch mal ein bisschen Input, wie, was, wann, wo. Wie gesagt, sowas finde ich ja auch einfach richtig nett. Weil im Prinzip die Beschickung, ich kann es immer wiederholen, ist halt im ist aktuell immer halt die gleiche. So, jetzt noch mal ein bisschen näher. Sehr schön. So, weiter geht's. So, jetzt sind wir nämlich gleich auch schon am Parkplatz angekommen, wo die beiden Anhänger vom Beach Monster stehen. Meine Hand wird zwar jetzt auch ein bisschen schwer, aber das ist jetzt erstmal egal, weil darf ja auch mal ein bisschen wackeln. Das macht das Video authentisch. So. Ich kann die Trailer quasi schon sehen, die Anhänger. Deswegen bleibe ich auch jetzt erstmal so drauf. Ja. Nehmen wir halt die Hauptstraße Richtung Chorweiler oder Richtung Feldkassel. So sieht es nämlich aus. Ja. Der ein oder andere Fußgänger ist hier auch unterwegs. So. Ich habe gerade gedacht, ich kann hier die Abkürzung nehmen. Kann ich nicht. Okay. Aber passt. So, da haben wir unsere beiden schönen Trailer. Beach Monster. Ich kann es erkennen, weil es da vorne dran steht. Ihr könnt es wahrscheinlich von so weit weg nicht lesen. Aber da gibt es ja eine Lösung. Wir gehen näher ran. Von Hoffmann und wie mag. So. Jetzt aber. Da seht ihr es. Und den nächsten Take seht ihr dann. Von der Kirmes oder ich weiß noch nicht wo. Mal schauen.
Freunde von Robin TV. Ich bin jetzt wieder an der Marconi-Straße angekommen. Ihr könnt euch sicherlich denken, warum. Aber ein paar Informationen noch zur Kirmes in Köln-Korweiler. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe alle Fahrgeschäfte gefilmt, aber von vielen auch kein Off-White. Beach Monster, Mr. Beat. Weil ich habe mir gedacht, ich möchte auch noch das schöne Wetter genießen. Das heißt, noch mal eben schnell was hier essen an der Marconi-Straße. Lecker. Hashtag nur Werbung. Ja, aber ihr könnt ja, wenn ihr in die Suchleiste bei YouTube Korweiler Kirmes angibt, kommt ihr auch zu meinen Videos, die ich die letzten Jahre gemacht habe. Ich denke, ihr wisst auch, wie sie fahren. Sie standen ja, also Beach Monster und die Hausparty standen ja auch in Wesseling, in Deutz. Ihr wisst ja eigentlich, wie sie fahren. Deswegen großartig keinen Off-White mehr davon. Ja, ich wechsle jetzt einmal hier die Straßenseite. Bin gleich wieder am Amazon-Lager und bei Mingels, bei dem Auto- oder Omnibus-Betrieb mit den großen Bussen. Ich denke, ich habe auch alles gesagt. Ciao mit Frau Robin. Tschüss.